11 Grad hier oben. Hä? Das ist jetzt aber unpraktisch. Ich bereite gerade den Raum vor. Nee, das finde ich jetzt aber... Das 10 ist ja Grad. Dein Ernst? Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute im Bloodsdale Farm. Ach, come on! Was hast du dir dabei gedacht? Entkommen Sie den Geist, während einer jagt. Bring ja ein Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Schieß einen Geist vom Foto. Schieß einen Geist vom Foto. Ein Foto vom Geist. Der Geist heißt Stacy Lanchester und scheint dieses... Was? Weiter scheint dieser Geist nur Personen zu antworten, die alleine sind. Wie kann man denn so einen blöden Satz schreiben? Ist das total easy. Erstmal brauchst du eine Schreibmaschine. Dann brauchst du noch ganz altes Papier, so von 1974. Ich meine, die Satzbildung ist doch voll bescheuert. Ich habe weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Stacy Lanchester. Weiter scheint dieser Geist nur Personen zu antworten, die alleine sind. Ja, kannst du selber nicht lesen. Die alleine sind. Ja. Roppel, hast du gesehen, wo der Strom ist? Ich habe auch nicht geguckt. Weit weg. Weit, weit weg. Far, far away. Hier war er, glaube ich, nicht. Nee, dann ist er entweder ganz oben auf dem Dachboden oder hinten rechts oben. Warte mal, wo? Diese Bude, ey. Du hast hier echt das dunkelste. Weißt du, ist, man könnte so schöne Buche nehmen oder hellen Ahorn und du hast dir hier das dunkelste Teakholz mit Nussbaum gestrichen, ich hab die ausgesucht, Spieluhr. Was man sich hier hätte vorstellen können. Wenn das Haus noch dunkler wäre, wäre schwarz. Das Haus ist so dunkel, dass es das Licht quasi absorbiert. Ja? Ich sehe hier nichts. Nicht mal diese blöde Kiste. Ich hab mich verlaufen. Da. Wir sind auf jeden Fall 12 Grad schon mal. 10. Ich weiß, wo der Strom noch sein könnte. Nee, warte mal. In welchem Haus sind wir denn? Ach ja. Oh. Da muss... Warte mal. Das ist draußen. Das war ich. Hier gerade durch... Dann hier links um die Ecke. Dann wieder links. Da ist der Strom! Hast du ihn gesehen? Ich habe ihn angemacht. Ich weiß. 10 Grad. 16 Grad. 11 Grad. 12 Grad. 10. 11. Ich habe immer einen mehr als du. Jetzt habe ich 16. 11. Ja gut, also der Raum hier vorne. Ei. Keine Ahnung. Ich guck mal, ob das Badezimmer noch mit drin ist. Badezimmer scheint noch mit 10 Grad drin zu sein. 13. Aber unter 10, 12 sind wir noch nicht gekommen. Wie kalt ist denn das hier im Rest des Hauses? 16 habe ich. 14. Das ist ganz schön dreckig. Hier in der weil ich da reinmesse. Ja, es muss der Raum sein, wo du bist. Wo lag denn die Spieluhr eigentlich? Ganz weit vorne, gleich am Anfang. Okay. Wusstest du, dass wenn man die Spieluhr abspielt, eine... Halt die Klappe, ey. Eine Musik ertönt? Ja, lass es sein. Soll ich dir das mal zeigen? Nein. Hier sind auch überall Einmachgläser. Guck, Gurken... Ja, willst du das noch essen? Warum nicht Pilze? Der letzte Typ, der das gegessen... Ich glaube, dass die Gurken so alt sind, dass die Halluzinogene auslösen. Deswegen glauben auch die Besitzer des Hauses, dass es hier spukt. Dabei sind sie eigentlich nur high. Ja? Und der Typ, der das gesehen hat, der ist so von den Geistern, sprich von den Halluzinogenen in seinen eingelegten Gurken, verrückt geworden, dass der mit der Axt in den Spiegel geschlagen hat. Meine Theorie. Voll dumm. Die ist, ne,
Jetzt mal ganz ehrlich, wenn du 1 und 4 zusammenzählst, ne, ergibt das immer noch 8 und das heißt, ich habe recht. Weil du musst ja die ganzen kleinen Puzzle zusammenfügen. Das ist ja quasi wie ein Fall, den wir lösen. Das kann ja nicht immer alles nur Geister, es gibt keine Geister. Nein, gibt es nicht. Das ist alles logisch erklärt. Habe ich verklärt oder erklärt gesagt? Ist ja egal. Zumindest das ist alles physikalisch nachweisbar. Das Knarren hier, es sind alte Bretter, draußen ist windig, das Haus ist nicht dicht. Ist nicht die. Ja, und der Typ, der hat. Weißt was ich meine? Wimpert denn hier die ganze Der war Zeit? denn noch halluziniert? Der hat Halluzinationen gehabt. Du auch. Von seinen eingelegten Gurken. Vielleicht sollten wir doch ein Glas mitnehmen. Wir können es ja immer noch verkaufen. 11 Grad hier oben. Hä? Das ist jetzt aber unpraktisch. Ich bereite gerade den Raum vor. Nee, das finde ich jetzt aber. Das ist 10 ja. Grad. Dein Ernst! Und Dein Ernst! Das kann jetzt nicht sein. Bist du 9 echt? Grad. Bist du oben? Ja. 9. Bin auf dem Dachboden jetzt gerade. Ne, hier scheint ja nicht zu sein. 9 Grad ist weniger wie 11 und Aber 10. hier, die Treppe zum Dachboden hoch. Hier 10 Grad. Wandert der vielleicht? 10 Grad in. Oh, Minustemperatur. 3, minus 3. Oben Wieder oder was? runter. Jo. Minus 5. Kann ich den ganzen Klimbims wieder nach vorne holen? Hier hinten ist der Geist. Jo. Also ist oben die Heizung kaputt? Müssen wir mal Klempner Bescheid sagen. Der muss irgendwo hier drinne sein. Ah, hier hat er auch eine Tasse runtergeschmissen. Okay. Na, Minus das bringt die 6. ganze Sache doch schon näher. Hast du gesehen, dass er die Tasse da runtergeschmissen hat oder lag die Nee, schon, aber ich als du hab's reinkamst? gehört. Ja, gut, aber wenn du es nur gehört hast und nicht gesehen hast, dann kann die Hier Tasse ist da ja schon gelegen. Minustemperatur, halt ein Sappel. Die Tasse kann ja schon gelegen haben, ne? Ja, du mich auch. Oder der Wind hat durch die Ja, Holzbretterverkleidung hier gepfiffen und dadurch Aufständnis hier. Oh, ich höre sie. Na, tolle Wolle. die Tür ist zu. Ja, schön. Ich sehe. Ih, ein Kind! Ah, ich bin tot, aber es war ein Kind! Du bist jetzt echt. Die kriecht! Wieso bist du denn tot? Weil die auf mich zukam. Ach komm, reiß dich mal Die zusammen. kam unter dem Bett hervor, das kleine Kind. Ja, Ih, oh. unter dem Bett? Ja, von dem Bett kam die und dann. Das ist ja Die ist gruselig. klein und ist gekrabbelt. Du reißt dich jetzt aber wieder zusammen und siehst zu, dass du wieder lebst. Ich mach das hier doch nicht alleine. Warum hat die mich denn jetzt so schnell getötet? Sag Oh, mal. ich habe die Hände voll. Oh, ich habe gar keine Sanity mehr. Ja, die Ja. hat meine auch leer gelutscht anscheinend. Auf jeden Fall habe ich den Raum gefunden. Ist Ja. schon mal was. Kannst du mir zugucken quasi und mich navigieren? Hier oben. Alter, wie dumm ist das? Das schaffe ich doch nie, die Beweisdinger jetzt noch zu finden. Wo bist du denn? Ja, draußen habe ich erstmal Pillen geschluckt auf den Schock. Du bist vor mir Echt? gegangen. Ich brauche eine Valium. Hier muss ich lang. Ich muss mich Du musst beruhigen. hochgehen und geradeaus. Einfach nur dann. Also geradeaus. Warte. Ja, stopp. Ja. Und jetzt geradeaus unter die Treppe durch. Ja, rechte oder linke Schlafzimmer? Geradeaus. Ganz geradeaus. Ja. Da, wo ich liege. Okay. Da kam die unterm Bett. Hauptsache die Beine verschränkt. Das sieht aus, als wenn du chillst. Ich chill auch. Nee, Ich schmeiß mal die Tasse. deine Beine sehen gar nicht verschränkt aus. Eher als wären die so wie so ein X Hier, geknackst. da wo ich die Tasse jetzt hinschmeiße, da war die. Geh mal weg. Ja, ich habe hier auch Gefriertemperaturen in der Ecke. Die kam irgendwie vom Bett. Toll. Dann hole ich mal schnell Kreuze. Ja, ich guck mir das mal an hier. Ja. Kann das ja sehen. Ist Oh, ich der glaube, die hat Ventilator ist irgendwas an. Der angemacht. Ventilator ist an. Ich bin am Ja. Arsch. Ich bin richtig am Arsch. Der Ventilator ist an. Okay, Schade, dass ich die nicht sehen kann, ey. ich bin draußen. Ja, dann könntest du mich immer vorwarnen, wenn die kommen würde. Eieieiei. Okay, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was der andere zu ruhig war vorhin, ist der gut, ey. Ja, geht so. Ich muss jetzt Ich find's alleine gut. hier auf das Rätsels Lösung warten.
Und ich muss erstmal alles reinschleppen. Vielleicht kannst du mir drinnen bleiben und den IMF ansagen, falls der angeht. Ich bleib hier in der Ecke stehen. Beobachte das jetzt mal. Was Toll. passiert? Ja. Ich muss erstmal, ja, erstmal muss ich alles reinholen, ne? Ich brauche jetzt noch eine UV-Lampe. Hast du eine UV-Lampe bei dir gehabt? Ja. Auf dich ist Verlass. Zumindest hast du endlich mal was im Zimmer gelassen. Aber ich weiß nicht, ob das da jetzt liegt. Ja, liegt. Du droppst deine Items, wenn du stirbst. Aber endlich ist auf dich mal Verlass. Dann liegt ja jetzt schon mal die Hälfte. Thermometer ist drin, Hallo, das ich brauche ich hab aber die nicht. immer bei mir. Ich hab die immer mit. Ich bei mir. Ah, das war die falsche Kamera. Wollte gerade sagen, das ist aber dunkel. So, ich sehe keine Orbs und ich sehe auch keinen Dots-Projektor, der irgendwo Alarm schlägt. Kannst du den Ventilator ausmachen? Nee, ne? Nee, habe ich schon versucht. Krieg geschnappt hin. Okay, ich habe jetzt zwei Kreuze drinne. Ah, möge der Herr mit mir sein. Dann schleppe ich erstmal den Kram rein, den du ja eigentlich auch. Hörst du die Geisterbox eigentlich? Ja, ne? Nein, ich höre nichts. Ich höre nur diese. Nicht meine Geisterbox, wenn ich die anmache. Würdest du die hören? Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Und dann kannst du mal gucken, ob du in dem Buch auch was sehen könntest. Jetzt gucken wir mal. Vielleicht kriegen wir das ja doch noch Teamplayer-mäßig Stimmt nicht. geregelt. Warte mal, wenn sie hier den Ventilator anmacht, Stimmt ich leg nicht. mal hier ein Buch hin. Hörst du die Box? Ich habe Nö. Gefriertemperaturen, sie wird aktiv. Hör ich nicht. Ich mach das Ding mal aus hier. Hörst du kein Rauschen? Das ist ja unpraktisch, ne? Kannst du, wenn du in der Hocke bist, ein bisschen ins Buch gucken? Hab ich grad, ja. Also das würdest du sehen? Ja, ich denke, ne, wenn die da reinschreibt. Das ist eine gute Frage, ne? Oder ob bei dir denn nur ein Buch einfach so da bleibt? Ja, keine Ahnung, Stift sehe ich ja auch. Und Zettel. So. Ich habe noch 79 Sanity. Ich habe noch zweimal Pillen. Davon Aber die knall hat ich mir mich noch echt schnell eine. gekillt, ey. Ja. Ja. Dieses kleine Gör. Ich sehe immer noch keine Orbs und ich Voll sehe komisch. immer noch keinen Dots-Projektor mal wieder. Das heißt, bis jetzt habe ich nur die Gefriertemperaturen ermittelt. Schon wieder. Schon wieder. Also Gefrier, stimmt, muss ich ja auch eintragen. Ja, das kannst du schon mal eintragen. Du kannst ja auch dein Rätselheft ausfüllen. Du kannst ja auch vorsichtshalber irgendeinen Geist willkürlich schon mal anklicken. Nö. Na, falls ich sterbe, dass du Ja, was ist ja hast. egal. Vielleicht Obwohl, kommt ja das dann bringt noch dir ja was. nichts, du bist ja tot. Okay. Kommen wir jetzt erstmal mit dem M. Ein was? IMF-Reader. So, einmal hier den Raum abchecken. Okay. Eine Warum lachst du von Leiche. mir? Ich habe ein Foto von dir gemacht. Ja, Oh, warum? das Ich Buch, sehe das das. Buch, das Buch. Sie schreibt. Geh Sie mal geht weg, ich, richtig damit ab. ich gucken kann, Mann, ob ich ich muss ein Foto sehe. machen. Warte. Ja, ich Und kann noch das eins. tatsächlich sehen. Echt? Ja. Okay, was fehlt mir noch jetzt? Ich habe Buch. Kannst sehen, Gefriertemperaturen. dass da was drin steht. Dann wären ja jetzt eigentlich nur noch IMF, Orbs, Box, Fingerabdrücke, irgendwas in der Richtung. So. Bestimmt ein Dämon. Wo ist denn hier deine Taschen, deine UV-Lampe? Dann, ich lieg da drauf mit dem rechten Bein, wenn du davor stehst. Damit jetzt das linke Bein. Nee, ich. Mein Bein liegt da drüber. Kann dich, ich kann. Radio geht an. Ich fummel zwar ein bisschen an dir rum, aber ich kann es nicht nehmen. Welches Radio ist das? Das hier. Oh.
Ah, Sag ich auch jetzt, nie ja, da mehr, muss ich aber. jetzt nochmal eine UV-Lampe holen. Nützt ja alles nix. Kann ich auch gleich einen neuen Fotoapparat mitnehmen? Ich habe nämlich nur noch zwei Bilder. Telefon! Oh, ich dachte gerade, die Tür ist zugegangen. Oh, Licht war kurz aus. Ich will das nicht. Jetzt ist Licht aus. Licht oder Glaube ich, oder? Strom? Nee, Licht ist noch an, sah gerade so aus. Okay. Ja, ich kann ja nur zwei Sachen mitnehmen. Ich nehme jetzt einmal die Kamera mit, falls sie sich nur zeigen sollte. Hat sie bei mir auch nicht nur gemacht. Und die. Ja, aber da lagen noch keine Kreuze. Na und? Das So, sieht und doch dann. gut aus, ja. Ich habe Ist jetzt auch das noch andere? mal. Und dann. Gucken, ob. Was? Hier. Hallo? Was? Kannst du mich hören? Oh, red vernünftig, Alter. Kannst du mich hören? Jasmin, sprich Nee, du zu musst das mir. Mädchen rufen Ich da. bin doch nicht bescheuert, die ist geisteskrank, die hat mich hier eine Frau umgebracht. Das ist ein Kind, ey. Ja, die hat doch nicht mehr alle an der Marmel, die ist doch verrückt. Ja, es könnte tatsächlich ein Dämon sein. Ja, ich weiß. Zwei Beweise würden dafür sprechen. Der Rest aber. Also, sie hat die Tür schon mal angegrabbelt. Das ist sehr gut. Jetzt kann ich hier mal gucken wegen Fingerabdrücke. Ich sehe rein gar nichts. Und hier sehe ich auch keine Fingerabdrücke. Und da oben kann sie ja nicht rankommen, so klein wie die ist. Okay, die Kreuze leben noch. Ein Kreuz, zwei Kreuz. Ich packe den Dotz einmal um. Also Fingerabdrücke sind, denke ich mal, raus. Oh mein Gott. Nö. Das Telefon hat geläutet. Hast du es nicht gehört? Nö. Wow. Okay, ich gucke jetzt einmal nochmal in der Kamera im Wagen. Ich möchte gerne Licht haben. Dann baller ich mir nochmal eine Valium, weil der Stress ist mir einfach zu viel. Ja, sollte ich auch mal eine nehmen. Ich habe auch hier eingelegte Gurken für dich. Falls die helfen. Oh ja. Richtig lecker eigentlich. Gurken. Ja, das sind halluzinogene Gurken. Oh, Licht ist aus. Licht ist wieder an. Licht ist aus. Nee, ist an. Nein, ist aus. Hier oben ist es an. Ah ja. So. Ich analysiere jetzt einfach mal meinen Monitor und gucke mal, was ich da zu erhaschen erblicke. Analyse. Mit der Lupe. Und Ja. Also zoom. ich kann immer noch keinen Dots-Projektor sehen tatsächlich. Also ich kann den schon sehen, aber da läuft nichts durch. Und ich habe keine Orbs. Ist auch klein, ey. Dann bleibt mir doch eigentlich. Ja, aber ich habe den jetzt schon also einmal umgelegt, da wo die meiste Aktion war, wo sie auch ins Buch geschrieben hat. Und ich habe die Kamera so, ich sehe vom Fußboden bis Decke. Ja, ist Also. komisch, dass die sich jetzt nicht zeigt. Warum hat die sich nur. Vielleicht hat die es auf mich abgesehen gehabt. Nein, nein, Weil die die erscheint wird ja auf. ja, sobald die aktiv wird, glaube ich, raus. Das kriegst du, glaube ich, gar nicht mit, als Tote. Als Geist. Ja. Irgendwie Keine nimmst du Ahnung. nicht mehr so richtig an meinem Leben teil, habe ich das Gefühl. Nee, sowieso nicht. Nee, also ich kann jetzt keine Orbs sehen, auf jeden Fall. Und den Dots sehe ich auch nichts. Würde ich jetzt also vorläufig würde ich das erstmal ausgrenzen. Fingerabdrücke auch. Die hat die Tür angefasst. Ich habe nichts gesehen. Bleibt Shade und Moray. Bei dem Shade wäre es der IMF und bei dem Moray wäre es die Geisterbox. Moray sind wieder auferstanden, um an der Energie der Lebenden zu zehren. Sie sind dafür bekannt, ihre Opfer mit Flüchen zu belegen, die sich nur mit Gegenmitteln lösen lassen oder indem man sich möglichst weit von ihnen entfernt. Ja, Haben wir toll. Gegenmittel? Je schwächer ihre Opfer sind, desto stärker werden Moray. Schwächen. Moray leiden an Hyperosmie.
Hyperhyperosmie. Oh, liegt es aus? Auch Also nicht die aus. leiden an irgendeinem Hypersyndrom, was sie für längere Zeit schwächt. Also erstmal wäre ich jetzt im ersten Step, wäre ich jetzt für ein Mo Hä? frei. Jetzt mal jetzt was hin? Der Shade. Es ist schwieriger, einen schüchternen Geist zu entdecken. Ein Shade wird nicht jagen, wenn er Gesellschaft in seinem Raum hat. Ich habe gerade eine Tasse geschmissen und jetzt ist sie weg. Shades sind bekannt als schüchterne Geister. Befindet man sich im selben Raum mit dem Geist, werden alle paranormalen Aktivitäten gestoppt. Dann bleibt ja nur der Moray. Keine Ahnung, geh doch noch mal rein. So, und der Moray wäre die Geisterbox. Ah. Also ich würde mit Geisterbox gehen. Box, da ging ja noch gar nichts, oder? Nee, aber es ging ja sonst auch noch nichts. Also du hast kein EMF, ein Shade kann es nicht Hier Fritz. sein. Ein Shade kann es nicht sein. Und der Mora ist ja der Einzige, der überbleibt quasi. Und du kannst ja alles andere ausschließen. Wir haben keine Orbs, keine Dots. Also was jetzt? Welchen? Also welchen Punkt noch? Box. Genau. Ich würde die Geisterbox nehmen, weil die Ich habe braucht irgendwas ja gehört oft hier. länger. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich die in der Hand hätte und dadurch quatschen würde, dass der vielleicht was sagt. Okay. Wollen wir damit erstmal gehen? Ah, warte, warte, warte. Ich mache noch Warte. ein Foto von der Musikbox. Du weißt noch, wo Nee, die was? ist? Am Anfang irgendwo auf so einer Kommode. Okay, kannst du mich lotsen? Ja, jetzt muss ich erstmal runterkommen. Ja, alles cool. Komm runter, Alter. Komm runter, Bro. Ja, gut. Was war das denn? Irgendein Insekt. Hast du gerade was geknallt? Oh ja. Warst du das? Ja. Alter, hör mal auf damit, Junge. Die war eine Wand, das war so eine Dings hier. Obstfliege oder so. Ja, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Hier. Ach, du kannst mich ja gar nicht sehen. Wo bist du denn? Hier, wo das Sofa ist? Also geradeaus? Ja. Hier bei dem rechts rum. Und auf hier. Und dann da auf den Tisch, da wo die Lampe ist. Oh ja. Sehr gut. Okay, dann düse ich jetzt ab, bevor die Tür zufällt. Als Geist kannst du voll Das laufen, laufen, wäre laufen, jetzt. laufen, laufen. Ja, du hast keine Ausdauer. Doch, genug. Das wäre jetzt auch der Moment gewesen, wo die Tür hätte zufallen müssen, direkt vor meiner Nase. Okay, bist du soweit? Ja, ich habe eingetragen. Ich bin sogar bei dir im Van. Nein, bleib hier! Ich will keinen verfluchten Van. Ich will nicht, dass hier spukt. Ja. Geh weg! Ich bin genau in dir. Hey. Ich fühle mich so missbraucht. Haben wir wieder richtig geraten. Geraten? Ich hab das ermittelt, Alter. Sherlock Holmes ist ein Scheiß gegen mich. Hast du gar Hab nicht. ich, du, du, hab ich wohl mit Mit Tutu? Ausschlussverfahren, Mit Tutu? mit Öcke. Informationssammlung, die ich kategorisiert Material, habe Eisenskutter. und total analysiert habe? Eieieiei. Zumindest Möchtest haben du wir es einen dir mal Moray. vorspielen? Nein. Warum? Das ist voll lustig. Wie die tanzt, ey. Tu den Leuten das nicht an. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, Kommt macht's irgendwie gut. nie. Ciao. Ciao.